Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Sommer 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Stier bitte, was kommt im Sommer 2024 auf Stier zu, bitte? Beginnen wir mit deiner intuitiven Message. Ich sehe Sterne. Sterne. Aber weißt du, welche Sterne? Es wird jetzt einige geben, die auch direkt an das gedacht haben. Wo sind meine Entenhausen-Fans? Entenhausen. Da im lustigen Taschenbuch wird so dieses Umfallen, dieses Ohnmächtigwerden mit so Sternchen dargestellt, wie da so Sternchen um den Kopf herumschwirren. Ich glaube, der Gobert Duck wird ein paar Mal ohnmächtig, gell? Wenn er Kosten von irgendetwas sieht. Ich sehe solche Sterne. Ich habe den Eindruck, ich liege am Boden, versuche die Augen zu öffnen und da fliegen Sterne rum, so als ob mich etwas umgehauen hätte. Es wird dich umhauen, Stier. Der Sommer 2024 wird dich auf positive Art und Weise, nee, der Gobert hat gelitten, das ist was anderes, der Arme, gell? Der Sommer wird dich umhauen, ja, in positivem Sinne. Ich sehe Sterne, es flunkert und glitzert. 10 der Münzen, es wird dich umhauen. Hier die Schatzkiste. 10 der Münzen. Finanziell findest du eine Schatzkiste, Stier. Das gerade für jene, die sich selbstständig machen wollen, Jackpot. Du findest deinen Bereich, geschäftlich geht es bergauf und es wird, hey, eben, es haut dich um. Ich habe hier Dagobert Duck. Dagobert Duck, für jene, die es nicht kennen, Dagobert Duck ist der reichste Mann in Entenhausen und der hat so ein Gelddepot mit Münzen gefüllt, ein münzengefülltes Gelddepot und sein Morgensport besteht darin, eine Runde in seinen Münzen zu schwimmen. Ist ein riesiges Depot. Ja, und das ist der Dagobert Duck und genau das hat ja der Dagobert Duck, der hat ein Münzdepot und Stier, es wird dich umhauen. 10 der Münzen, also ich spüre hier sehr stark so diese Vermögensenergie, also da häuft sich einiges an, ja. Einiges an Geld wird sich hier anhäufen im Sommer. Und außerdem sehe ich hier auch mit 10 der Münzen, da müssen jetzt alle ein bisschen nachgucken zu Hause. Du könntest zu Hause etwas haben, das dir nicht mehr wirklich viel bedeutet, aber sehr viel wert ist. Und es wäre karmisch, wäre es fast schon gescheiter, wenn du es los wirst. Okay. Referenzen, zum Beispiel so ein Mega-Diamantring von deiner Großmutter, zum Beispiel, gell, so ein Mega-Klunker da. Die Frau hat da eben deinen Großvater damals geheiratet, dein Großvater war halt sehr reich, hat ihr das gekauft, ja, als Verlobungsring. Er selbst war aber immer mega gemein zu ihr und sie hat immer nur gelitten. Also verkauf das Ding. Das ist karmisch, also das willst du auch gar nicht vererben, deine Mutter wollte es auch nicht tragen, du auch nicht und deine Kinder sollen es auch nicht bekommen. Verkaufen. 10 der Münzen, vielleicht hast du, gut, wir haben hier Rich Talk. Ja? Es gibt hier unter euch einige, die einem Start-up von Herzen etwas versprochen haben. Und ihr behält eure Anteile immer noch da. Eigentlich seid ihr gar nicht mehr interessiert, aber ihr habt es halt damals versprochen. Leute, verkaufen. Verkauf. Ja, verkauf deine Anteile. Das ist das Business, okay? Bedeutet dir nicht mehr viel. Es ist eine Schatzkiste draus geworden. Ich würde es verkaufen. Ja, das ist ein Tipp von vielen, von Warren Buffett, dass man da auch dabei ist, oder das Geschäft sich auch damit dafür interessiert, für das Geschäft, das interessiert dich nicht mehr. Okay. Was haben wir hier sonst noch?
Ja, die Ratte. Muss ich auf die Ratte hinweisen? Muss ich auf die Leute hinweisen? Stier, die jetzt in Scharen kommen und was von deinem Schatz haben? Muss ich hinweisen? Ne, das weißt du schon, du bist schon drauf vorbereitet. Ja. Die riechen das aus der Ferne. Menschen riechen hier aus der Ferne, dass da was bei dir los ist. Dass da was bei dir los ist. Wir haben hier auch ein Sonnensymbol. Der Sommer wird grandios. Ja, wird dich umhauen. Wird dich umhauen. Ist wieder rein hier. Super. Nein, der Schwerter hier. Ich habe den Eindruck, dass du hier in den letzten 9 Monaten, Stier, vor allem mit Problemen zu kämpfen hattest. Du hast hier auch auf Papier hast du einige Probleme, treuhänderisch müsst du einige Dinge lösen, sehe ich hier. Keine Sorge, wir kommen dann noch zu den soften Themen, die kommen auch noch. Keine Sorge. Manche kommen hier nur, um etwas über Franz zu erfahren. 9 der Schwerter hier. Es gibt hier seit 9 Monaten sehr viel Papierarbeit, die du hier erledigen musstest. Ich habe hier 9 der Schwerter und hin zu 10 der Schwerter gibt es ein Ass der Schwerter. Es braucht hier eine klare Aussage, einen klaren Auftrag von dir, damit hier etwas gelöst wird in Bezug auf dein Papierkram. Falls es irgendwelche Themen anbelangt, wo eine Selbstanzeige möglich ist, reden wir über das echte Leben, Stier. Überall da, Steuern, Abgaben, überall da, wo du weißt, es ist eine Selbstanzeige einmal im Leben möglich, tue es jetzt. Tue es jetzt, du hast jetzt die Schatz. Stier, tue es jetzt. Ja, ich würde das tun, das wird dir sehr viele Probleme hier beiseite schaffen, okay, diese Selbstanzeige. 9 der Schwerter hin zu 10 der Schwerter. Ich habe hier auch so ein bisschen den Eindruck, Stier, dass du dir ganz viele Gedanken machst in Bezug auf Menschen, die eigentlich nur wegen dem Geruch des Geldes bei dir waren und sind. Du hast viele Leute um dich herum, die den Speck riechen und den Braten riechen und deswegen da waren, ja, und sich selbst dir gegenüber überhaupt nicht gut verhalten haben und du dann dadurch hier Abstand genommen hast. Ja, man sieht auch hier, wie du dein Herz verschlossen hast. Und du leidest darunter, dass dass diese Menschen nur wegen oberflächlichen Gründen bei dir waren. Okay. Gut. Kannst dir dann, oder wenn du dann deine Porsche hast, da kannst du dann in deinem Cabriolet, der Fahrtwind wird deine Tränen trocknen, Stier. Was? Mein Gott. Vier der Stäbe. Du wirst hier eine Verbindung zu jemandem im Sommer aufbauen. Ja. Ist eine neue Person. Ich habe den Eindruck, schau mal, und das ist etwas Gutes. Siehst du hier diese 2 Hasen? Warte. Die stehen im Tarot stehen Hasen für Überraschungen. Man zieht die also aus dem Hut, ja, aus dem Zauberhut. Du wirst hier über einen ziemlich überraschenden Punkt Verbindung zu jemandem haben. Und das ist etwas Gutes, weil das, was du kennst, ist Geld, oder? Du riechst gut, siehst dich gut an, hast ein geiles Auto, schon kommen die Leute. Das kennst du schon. 4 der Stäbe. Hier wirst du über ein ziemlich überraschendes Thema einen Gleichgesinnten finden. Es ist ziemlich interessant. Vielleicht, Stier, interessierst du dich für Schmuck, okay?
recherchierst dazu oder bist in einem Verein oder ähnliches, oder und dann findest du, weißt du was, ich will mehr erfahren und gehst zu einem Goldschmiedkurs. Sowas, und dort triffst du auf jemanden, der die genauso tickt wie du. Und interessanterweise, oder dadurch, dass ihr euch auch für dieses eine spezielle Ding da interessiert, zwei der Stäbe hier, zwei der Stäbe hier, habt ihr den gleichen Blick auf die Welt, ihr habt die gleichen Pläne, ihr habt die gleichen Hobbys, ihr würdet auch gerne nächste Woche dies und jenes machen. Also sehr viele Gemeinsamkeiten basierend auf einer überraschenden Sache. Wirst du herausfinden. Wirst du herausfinden. Ja. Okay. Schau dann übrigens in der Fortsetzung auch, was Monat für Monat auf dich zukommt. Für Juni, Juli, August. Okay. Und ich würde momentan würde ich zuschnappen, es gibt 50% Muttertagsrabatt. Ja, gestern war Muttertag und es gibt 50% Muttertagsrabatt auf die Fortsetzung. Und zwar bis am 19. Ja. Bis nächsten Montag. Wird automatisch abgezogen, du musst da nichts eingeben. Nein, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Schau mal hier. Ich habe hier, schau mal, 4 der Stäbe hier, 6 der Stäbe hier, Sieg in der Liebe hier. 6 der Stäbe ist die Siegeskarte. 4 Stäbe hier, 6 Stäbe hier, das macht die 10 der Stäbe. 10 der Stäbe ist die unnötige Last, die du hier mit dir herumträgst. In Bezug auf Leute, die traurig darüber sind, dass sie nicht genug abkassiert haben. Ne? Liebe Leute, es geht hier nicht um Gehälter, die du nicht ausgezahlt hast. Hier geht es um Einschmeicheleien, die du nicht mit Geld erwidert hast. Aber ich hab dabei stirbt. Ich habe da bei Stier damals, ich habe da ganz freundlich geantwortet und dann ging ich mit Stier, ging ich ganz freundlich tanzen und dann habe ich Stier zum Lachen gebracht und überhaupt habe ich dann Stier Komplimente gemacht und oder lauter Schleimereien, die hier gemäß jemandem sich nicht wirklich ausgezahlt haben. Ja, dieser Mensch hätte hier ein bisschen mehr erwartet. Da kommt noch was. Ja, von dieser Ratte hier kommt noch was, aber für dich, 4 der Stäbe hier, 6 der Stäbe hier, wie gesagt, das sind 10 Stäbe, für dich ist das hier Vergangenheit, das ist nur noch Last, die du abwirfst, ja, überrennst hier regelrecht diese finanziellen, materiellen Bedürfnisse, die andere von dir haben hier, von dir erfüllt haben möchten und gehst hier vorwärts in Richtung Sieg in der Liebe. Ist dir wurscht. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier gerne genau passieren wird und ob das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Stier, werde ich fragen, was im Juni, Juli, August Monat für Monat auf dich zukommt. Hier mit diesen Karten werde ich dann da, wo ich Action sehe, gerade auch in Bezug auf diese Person hier, werde ich schauen, wann genau das stattfinden wird, so dass du weißt, wann hier dieses Kennenlernen starten wird. Das sind Zeitkarten, die werden uns dann Zeitangaben machen. Diese Karten hier werde ich in Bezug auf dein Gegenüber hier fragen, was du vor diesem Menschen versteckst und was dieser Mensch vor dir versteckt. Hier wird sich noch herauskristallisieren, was genau da los ist und da werde ich nachfragen, was diese Person oder Personen vor dir versteckt, vor dir verstecken. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, Stier, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.